Fuck, so ein Disclaimer. What I say now is not what I mean. Ich bin Delia. Ich bin Luca. Und wir studieren Maschinenwesen im Bachelor. Wir wollen die besten Maschinenbauer werden. Maschinenbauerinnen wollen wir werden. Klischee 1. Maschinenbau? Das studieren doch nur Männer, oder? Nein, sonst wäre ich nicht hier. Es gibt auch viele Kommilitonen, mit denen ich mich super verstehe. Und wir sind genauso qualifiziert wie die Männer, die hier sind. Und wir machen da keine Unterschiede. Klischee 2. Da tragen doch alle Karohemd, oder? Bei mir in der Familie war das immer so, sie haben mich immer gefragt, weil es auch Ingenieure bei mir in der Familie gibt, tragen noch alle Karohemd? Sage ich nein, aber alle tragen Hoodie. Das ist momentan für mich das Klischee. Also im Beruf trägst du schon Stoffhose und jetzt auch nicht mehr unbedingt Hoodie? Ich trage Hoodie in der Arbeit. Klischee 3. Das sind doch alles Tüftler und Nerds. Für mich persönlich? Ja, ich liebe es, an Sachen zu basteln, zu tüfteln und zu erfinden. Nerdy sind wir bestimmt alle, so ein bisschen. Zu dem Bastelthema, so ein Ding, dass sehr viele von uns auch einen 3D-Drucker zu Hause haben. Luca und ich zum Beispiel auch. In der Freundesgruppe gibt es auch noch mehr mit 3D-Drucker zu Hause. Nerdy ja, sozial inkompetent nicht unbedingt. Meine Motivation persönlich ist, meine verrückten Ideen irgendwie umzusetzen. Mit 8 Jahren wollte ich Bäuerin werden. Alles, was zu Hause rumlag, einmal auseinandergenommen. Einfach mal zu schauen, wie es funktioniert, wieder zusammengesteckt. Dann habe ich in meiner Schullaufbahn sehr viele Praktika gemacht, in ganz verschiedene Richtungen. In der Schule hat mich die Physik besonders begeistert, Mathematik nicht so. Aber das habe ich jetzt im Studium auch noch hingekriegt. Der Großteil der Praktika waren technische Praktika. Hatte eben auch in der Schule die Stärken Mathe, Chemie und Physik. Und meine Motivation ist es, als Erfinder Sachen zu erschaffen, die irgendwie hilfreich sind, besonders im ökologischen oder sozialen Sinne. Das dann auch praktisch angewendet in den Praktika zu sehen, fand ich toll. Und dann war ich mir sicher, dass ich dem auch in meiner beruflichen Laufbahn nachgehen möchte. Wir sind hier in der Werkshalle des Lehrstuhls für Fördertechnik, Materialfluss und Logistik. Und es ist nur eine von sehr, sehr vielen Versuchshallen, an denen geforscht wird. Hier explizit für das Thema Logistik. Zur Gesamteinordnung, wir sind hier am Campus Garching. Das ist ein super grüner und moderner Campus. Also an der TUM ist sehr besonders, dass wir ein sehr ausgeprägtes Startup und Entrepreneurial-Szene haben. Wenn man irgendeine Idee hat oder irgendeine Motivation, um etwas zu verändern, dann kann man es umsetzen. Wir haben den Makerspace. Man kann sich da wirklich austoben, sowohl in studentischen Teams, aber auch für private Projekte. Wenn man die Kurse belegt hat, darf man alle Maschinen benutzen und das eben auch schon im Bachelor. Wir sind hier im Makerspace. Hier kann man seine Ideen umsetzen. Man wird auch unterstützt von der Unternehmertum. Kommt mal mit. Ihr habt hier Zugang zu allen möglichen Maschinen, die auch in der Industrie zu finden sind. Wir benutzen oft im Makerspace 3D-Drucker, welche schichtweise Material auftragen, bis ein fertiges Bauteil erschafft. Denn dadurch können wir sehr schnell und sehr akkurate Bauteile und Prototypen erschaffen. Hier sind wir in der Metallwerkstatt und es ist gerade ein lustiger Zufall, weil 2 Kommilitonen, die auch Maschinenwesen studieren, sind gerade hier. Hi! Hi! Dürfen wir kurz hören? Na klar! Ihr seid bei der WAR. Wollt ihr euch selber kurz vorstellen? Wir sind das studentische Raketentechnik-Team der TU München und bauen seit ungefähr 1,5 Jahren eine flüssigkeitsgetriebene Rakete. Ich habe gehört, es geht bald nach Amerika. Wann ist euer Launch Date? Genau, in 2 Wochen fliegen wir nach L.A. und fahren dann unsere Rakete nach New Mexico auf den Spaceport America Cup. Viel Erfolg bei der Vorbereitung. Und schweißen kann man hier auch. Maschinenwesen ist auf jeden Fall ein anspruchsvolles Studium, was sehr viel Disziplin, aber auch Zeitaufwand erfordert. Aber wenn man es wirklich will, dann ist es ein super interessantes Studium mit so vielen Möglichkeiten später. Man muss von allem alles können, sei es Materialwissenschaften, Fluiddynamik, Thermodynamik, die ganzen technischen Mechanik. Aber man muss natürlich für alles sattelfest in Mathematik sein, denn davon baut alles auf.
für einen Maschbauer sieht der Alltag meistens so aus. Wir haben Vorlesungen, das heißt, jemand trägt vor. Wir haben Tutorien, das heißt, es ist das Bearbeiten eines Aufgabenblattes oder Aufgabenstellung mit Hilfe von Tutoren und man hat natürlich Selbststudium. Im Selbststudium ist es einem auch selbst überlassen, wie man das gestaltet, da ist man flexibel. Also Luca und ich lernen ganz gerne am Campus, aber man kann genauso gut zu Hause lernen. Das Studium ist schon eher auf die Einzelarbeit ausgelegt, denn in der Klausur muss man die Aufgaben ja auch selbst berechnen können und das ist natürlich in der Vorbereitung auch wichtig. Vorlesungszeit und vorlesungsfreie, also Prüfungsvorbereitungszeit, sind sehr unterschiedlich. In der Klausurenphase lernt unsere Freundesgruppe gerne jeden Tag in der Bibliothek zusammen. Denn wie gesagt, man muss die Aufgaben selbst lösen, aber klar gibt es mal hier und da eine Aufgabe, die man nicht direkt lösen kann oder den Ansatz nicht direkt sieht. Und wenn man mal bei einer Aufgabe nicht weiterkommt, dann kann man auch immer links oder rechts fragen. Und zur Not fragt man in den Tutorien weiter, wie man das am besten lösen würde. Vor dem Studium an der TUM muss man ein Fertigungspraktikum belegen, bei dem man an der Werkbank ist und grundlegende Fähigkeiten wie zum Beispiel Löten, Schweißen, aber auch Drehen, Fräsen und Feilen erlernt. Aufbauend darauf hat man dann später im Studium noch das Ingenieurspraktikum. Das ist einfach spannend zu sehen, weil es sind zwei ganz verschiedene Arbeitsbereiche. Einmal ist man in Arbeitskleidung an der Werkbank und im Ingenieurspraktikum ist man dann in Stoffklamotten unterwegs und arbeitet eher am Computer, aber hat auch Dienstreisen, wo man auch auf der Baustelle ist. Es sind einfach zwei verschiedene Arbeitsbereiche, aber es ist wichtig, ein Verständnis für beide zu haben, weil man wird später mit beiden zusammenarbeiten und so kann man auch sinnvolle Entscheidungen treffen. An der TUM gibt es diverse studentische Teams, wo man mitarbeiten kann. Ich persönlich bin beim Too Fast Eco Team dabei. Wir bauen ein hocheffizientes elektrisches Fahrzeug. Es gibt auch das Too Fast Racing Team. Es gibt aber auch die VAR, an dem man alles mit dem Weltraum arbeiten kann. Es gibt Drohnen, es gibt soziale Projekte, es gibt Robotikprojekte und man hat wirklich eine schier endlosen Anzahl an diesen Projekten, die irgendwelche Studenten mit der gleichen Begeisterung gegründet haben, bei denen man mitmachen kann und wirklich gute praktische Erfahrungen auch für spätere Berufsleben mitnehmen kann. Ich persönlich bin beim TUM Mentoring-Programm Mentee, das heißt, ich werde gecoacht von einer Mentorin. Gleichzeitig bin ich auch Mentorin beim Bayerischen Bildungswerk und unterstütze Schülerinnen, aber auch Schüler im Gymnasialalter für die berufliche Entscheidung und ermutige auch Menschen, in die technische Richtung zu gehen. Überrascht an der TUM hat mich, dass man sehr viele talentierte Professoren und Professorinnen hat, die auch schon 10 bis 15 Jahre in der Industrie oft tätig waren und damit halt einen riesigen Erfahrungswert auch mitbringen. Und das ist für mich sehr viel Inspiration und auch ein riesen Vorbild. Luca, wie siehst du das? Mich hat an der TUM drei Dinge besonders überrascht. Das erste ist, wie hoch die internationale Studentenquote ist an der TUM. Es gibt so viele interessante Menschen, die ich kennengelernt habe und die in meinem engen Freundeskreis sind. Das zweite war die Frauenquote. Es sind zwar statistisch relativ wenige Frauen in unserem Kurs eingeschrieben, aber in den ganzen Uni-Veranstaltungen würde man das nie schätzen, weil die Quote deutlich höher und ausgewogener ist. Und das Letzte, was mich überrascht, ist, wie viele gleichgesinnte Menschen es hier gibt, die auf einer Wellenlänge mit der Technik etwas verbessern wollen. Es ist eine Inspiration und es gibt mir sehr viel Hoffnung für die Zukunft. Ich mag den Entwicklungsprozess, an Prototypen zu arbeiten, an Unikaten, die noch nicht serienreif sind. Dann kann man alles ausprobieren, du kannst die neueste Technik implementieren und schauen, wie man es am besten umsetzt. Ich interessiere mich auch für die additive Fertigung und die ganzen Verfahren dahinter, sei das mit Plastik oder mit Metall, weil man dadurch auch einen ökologischen Aspekt unterstützt. Man benutzt mit weniger Material, kann man viel, viel bessere Bauteile erstellen als mit konventionellen Herstellungsmethoden. Ich persönlich sehe gerade meine Chance groß in der Windenergie, in den erneuerbaren Energien, die
Windräder als erneuerbare Energiequelle zu optimieren? Für mich ist das Maschinenbaustudium das vielfältigste und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Man ist dadurch perfekt ausgebildet, jedes Problem zu lösen, sei das wirklich irgendein technisch veranlagtes Problem, sei das sozial in irgendeiner Managementrolle oder wirtschaftlich. Man hält sich alles offen und du lernst unfassbar viel um das, was um dich herum passiert und wie es eigentlich zustande gekommen ist oder kommt. Maschinenbau ist in allen Details. Unsere Smartphones, die Kameras, aber auch in riesigen Anlagen und Raketen, Flugzeugen ist es wirklich überall Technik mit drin. Und das ist auch das, was das so spannend macht. Ich würde auf jeden Fall wieder an die TUM gehen. Im Vergleich zu meinen Freunden, die im Ausland studieren, auch an sehr, sehr guten Universitäten, lernen wir hier sehr viel praktischer und sehr viel genauer das, was wir wissen müssen, um im späteren Berufsleben erfolgreich zu sein. Es ist hier alles wirklich sehr, sehr gut aufgebaut und sehr gut strukturiert. Ja, an der TUM hat man wirklich exzellente Lehre und man kann sich noch in so viele Richtungen spezialisieren und die Menschen, die man hier kennenlernt, sind einfach auch super beeindruckend und ja, tolle Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann.